Willkommen bei der Auswertung des Battles Epica XD vs. Didi. Zunächst die Jurybewertung. Macdim stimmt für Epica, da er die Story abgesehen von der Musik besser rübergebracht hat und Didi die Rollen nicht ganz passend vorgetragen hat. So, dann kommen wir zu meiner Bewertung. Ich fange mal mit Epica an. Epica hatte schöne Betonungen, gute Pausen, einen angenehmen Erzählstil. Alles in allem habe ich da an ihm wenig zu meckern. Davon abgesehen, dass er für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu undeutliche Aussprachen hat. Aber wirklich nur manchmal und sonderlich dramatisch ist das jetzt auch nicht. Dann zu Didi. Ich fand bei Didi die Betonungen teilweise etwas zu übertrieben. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen überdramatisiert. Aber auch sonst fand ich, auch eigentlich alles gut. Ich habe auch hier bis auf die Kleinigkeit da nichts zu meckern. Gut, vielleicht noch zur Musikauswahl. Für meinen Geschmack war die ein bisschen zu dramatisch, aber das liegt ja im Ermessen des Einzelnen. Zu meiner Stimme. In vielen anderen Gegenüberstellungen würde meine Stimme vermutlich an Didi gehen, aber es ist, wie es ist. Epica hat mehr Erfahrung und das hört man auch. Dementsprechend, ich fand beide wirklich gut. Meine Stimme geht aber an Epica. Kiaru sagt, dass seine Stimme am Epica geht. Im Vergleich der beiden Versionen gefiel ihm Epicas Erzählweise besser. Auch den Wechsel zur direkten Rede hat er weitaus besser dargestellt, während bei Didi kein wirklicher Unterschied zwischen direkter und indirekter Rede hörbar ist, was der Geschichte ein wenig an Leben genommen hat. Auch die Pausensetzung hat Kiaru bei Epica etwas besser gefallen. Zur Musikauswahl sagt Kiaru, dass ihm Didis Wahl mehr zugesagt hat, auch die Lautstärke war bei ihm ein wenig besser. Das soll aber nicht bedeuten, dass Epicas Wahl nicht gepasst hätte, sondern dass Kiaru sein Stück ein wenig zu overused findet und somit ein wenig an Wirkung verliert. Ja, nun zum meiner Bewertung Epica gegen Didi. Erstmal großes Lob an beide. Die Vertonungen haben mir beide sehr gut gefallen. Ich nehme das jetzt zum 8. Mal auf oder so, deshalb bin ich ein wenig gereizt. Den Sprachfehler von Didi habe ich ignoriert, habe ich bei Jenny ja auch gemacht. Da bin ich einfach mal sehr tolerant. Ich fand die S-Laute bei Didi ziemlich dröhnend. Das habe ich als Abmischungsfehler aufgeschrieben. Zusätzlich hat er nicht so gut geschauspielert wie Epica und die Betonung der Frau war fehlerhaft. Epica hat hingegen eine sehr schlechte Musik gewählt. Sie passt anfänglich überhaupt nicht und ist auch ziemlich standardgemäß und ausgelutscht. Didi hingegen hat eine sehr gute Musik gewählt. Ich habe die vorher, glaube ich, noch nie gehört. Sie war frisch und hat auch durchgehend gut gepasst. Didi hat eine sehr ruhige Stimme, die ich aber nicht so gut finde wie Epicas Stimme. Zusätzlich hat Epica auch noch sehr gut abgemischt und auch besser geschauspielert, also besser die beiden Stimmen, beziehungsweise die drei Stimmen besser variiert. Alles in einem geht also mein Punkt an Epica. Vorab, ich enthalte mich. Didi hat eine bessere Musik als Epica, der eine sehr bekannte genommen hat. Bei Epica waren es gute Betonungen, gute Pausensetzungen, obwohl er mir irgendwie zu fröhlich klang für eine Creepypasta. Didi hatte auch gute Betonungen und Pausensetzungen, manchmal klang es jedoch etwas seltsam. Dazu kommt, dass Epica ziemlich unsauber gesprochen hat. Vielleicht liegt es nur an meinen Kopfhörern, aber er hat irgendwie total geschmatzt und sowas. Alles in allem recht ausgeglichen. Enthaltung. Epica vs. Didi. Ja, meine Stimme hierzu. Also es war ein sehr interessantes Battle auf jeden Fall, weil die beiden Kontrahenten so unterschiedliche Dinge abgegeben haben. Zum einen war da Epica, der etwas zu schnell war, meiner Meinung nach. Nicht nur etwas zu schnell, ich fand ihn viel zu schnell. Ich hatte bei ihm nicht das Gefühl, dass irgendwie eine Atmosphäre wirklich aufgebaut wurde. Die Musik fand ich auch halt sehr ausgelutscht, muss ich sagen. Bei Didi war halt der andere Punkt, dass die Pausen teilweise etwas seltsam gesetzt waren. Und es wirkte an manchen Stellen nicht ganz natürlich gesprochen. Aber da fand ich zum Beispiel die Musik viel, viel besser und ich konnte da mich auch ein bisschen mehr reinfühlen. Bei Epica war zum Beispiel das Schauspiel meiner Meinung nach besser, aber bei Didi konnte ich wirklich eine Atmosphäre bekommen und das Ende fand ich auch sehr, sehr viel besser bei Didi umgesetzt als bei Epica, weil bei Epica das kam dann so und dann wusch...
Ich hätte mir da etwas mehr gewünscht. Also auf jeden Fall haben beide interessante Arbeit abgeliefert. Ich muss aber sagen, dass meine Stimme an Didi geht. Von den Usern hat Epica 3 und Didi einen Punkt bekommen. Insgesamt hat Epica also 7 und Didi 2 Punkte. Somit gewinnt Epica XD. Herzlichen Glückwunsch!